Hey meine Lieben, schön, dass ihr wieder da seid. Heute bin ich wieder bei der Künstlerin Ekaterina Moret zu Besuch. Aber diesmal geht es nicht um die Kunst, sondern um das Thema Body Positive und Schlankheitswahn. Wenn ihr mehr erfahren wollt, dann bleibt jetzt dran. Ekaterina, du bist ja dafür bekannt, die Schönheit der Frau auf ein Gemälde festzuhalten. Deswegen bist du ja auch in gewisser Weise eine Expertin für perfekte Körperformen, sage ich jetzt mal einfach so. Wie kamst du denn dazu, dich mit dem Thema Body Positive zu beschäftigen? Ja, mir hat schon immer interessiert, was macht eine Frau schön. Ich denke mal, wir sprechen gerade nur von Frauen, aber die Männer sollen natürlich nicht außen bleiben. Aber ich denke mal, mein Thema ist natürlich so Schönheit der Frauen. Und mich hat schon immer gefragt, was macht diese Schönheitsideale aus? Wie verändern sie sich dann mit der Zeit? Und was hat das mit unserem realen Welt zu tun? Was kommt besser an? Was sehen die Männer als schön? Und wie fühlt man sich, in welchem Körper fühlt man sich auch am schönsten? Früher waren die Rubensfrauen schick, also da war dick schick. Heute sind es eher die Magermodels. Im Laufe der Zeit hat sich ja viel verändert. Wie beobachtest du denn das Ganze? Ja, ich glaube, die Entwicklung, die geht ja schon so ein bisschen zu den anderen Körperformen. Und da habe ich zum Beispiel konkrete Zahlen und es geht um die Ernährung und es geht darum, dass im Prinzip heutzutage gibt es immer mehr übergewichtige Menschen. Wenn man die Gesamtbevölkerungsanzahl sieht, wir sind jetzt 7,6 Milliarden Menschen auf der Erde und davon sind mittlerweile 1,9 Milliarden, das ist ein guter Viertel, übergewichtig, stark übergewichtig oder auch, kann man sagen, so gesundheitsschädlich übergewichtig. Und das ist schon eine enorme Zahl, vor allem wenn man bedenkt, dass vor ein paar Jahren die Zahl war noch deutlich niedriger. Das waren vor, ich glaube, so 5 oder 6 Jahren, da waren noch 1,5 Milliarden Menschen. Boah, und der Zuwachs ist schon enorm. 0,4 Milliarden innerhalb von 5 Jahren. Genau. Die jetzt richtig ungesund übergewichtig sind. Absolut. Und die Frage ist, wie schreitet die Entwicklung voran und vor allem diese Bewegung Body Positive, wie wirkt sich das aus? Wieso, wenn immer mehr übergewichtige Menschen kommen, wieso haben wir plötzlich neue Ideale, die sicherlich nicht in gute Richtung sich entwickeln? Das heißt, Body Positive ist eine Bewegung, die sich damit auseinandersetzt, dass dick sein schick ist, oder ich habe das nicht so ganz kapiert, der Begriff Body Positive war mir bis dato nicht bekannt. Vielleicht magst du den noch mal kurz erläutern. Genau, es geht nicht nur ausschließlich um Übergewicht, sondern dass man sich in dem Körper, den man selber gut findet, auch akzeptiert werden soll. Generell ist ja nichts Schlechtes daran. Nö, ist ja super eigentlich. Und wenn der Mensch sich damit wohlfühlt, ist es auch absolut legitim. Allerdings, wenn die bestimmten Normen zum Beispiel sich verändern und die Menschen sich mit einem Standard identifizieren, die zum Beispiel mit gesund nicht unbedingt was zu tun haben, so dann sehe ich das schon als problematisch, weil dadurch wird natürlich so ein Bild abgegeben von den Menschen, die vielleicht auch jüngere Menschen prägt, in eine nicht gesunde Richtung sich zu entwickeln. Mit anderen Worten, du siehst die Gefahr, dass wenn einfach, ich sag jetzt mal Kleidergröße XXXL, also wir reden jetzt nicht von einer normalen Frau mit M oder L, kann auch mal XL sein, sondern wirklich dieses wirklich stark Übergewichtige, wenn das plötzlich als Vorbild gilt, dass dann alle sich daran orientieren und sagen, ach, dann kann ich doch noch eine Chipstüte mehr essen. Absolut, ja. Und was das aber für Herz-Kreislauf-System zu tun hat und generell für die Gesundheit, das wird dann gar nicht mehr so, ja, gar nicht mehr erzählt. Also das heißt, falsche Vorbilder kommen jetzt langsam. Genau, genau. Aber auch so, dass natürlich ist unser Gehirn evolutionstechnisch darauf programmiert, dass wir ständig nach Nahrungssuche gehen und ständig diese Nahrung beschaffen und im Prinzip unsere Belohnungszentren im Gehirn schicken uns sehr, sehr gute Gefühle, wenn wir Essen konsumieren. Das Problem ist allerdings, wenn wir früher zum Beispiel äußerst hart arbeiten müssten, damit wir so ein bisschen Essen bekommen. Ja. Ich denke mal, wenn die Neandertaler uns heutzutage sehen würden, die würden denken, wir leben im Paradies. Weil damals war es schon schwierig, da ein paar Wurzeln, ein paar Beeren überhaupt zusammenzukriegen, damit man auf vernünftige Kalorienanzahl kommt.
Und heutzutage ist es natürlich, alles ist verfügbar und im Prinzip für sehr, sehr wenig Geld bekommt man schon ziemlich viele Kalorien. Aber es gibt ja auch schlanke Menschen, die sich einfach mit falschen Lebensmitteln ungesund ernähren. Absolut. Ich denke mal, sollte man auf jeden Fall beobachten, was diese Menschen ausmacht. Weil Kalorienzahl ist sicherlich, trägt einfach dazu bei, dass man zunimmt. Viele schlanke Menschen, die anscheinend viel essen, die haben ganz anderes Verhalten. Zum Beispiel in einigen Studien wurde festgestellt, wenn man zum Beispiel so ein offenes Buffet hat, dass ganz unterschiedliche Verhaltensweisen gibt bei den schlanken Menschen und bei den dicken Menschen. Oh, das ist ja interessant. Ich liebe Buffets. Ja, wenn die dicken Menschen, die stürzen sich sofort, die sehen was und nehmen sich das auf den Teller. Ja. Schlanke Menschen, die gehen erstmal rum und gucken sich die ganzen Sachen an und schauen, was da Leckeres gibt und wählen dann gezielter aus. Das ist zum Beispiel eine der Verhaltensweisen, die sehr unterschiedlich ist bei den Gruppen. Also ich wäre genauso wie die Dicken. Ich würde sofort mich drauf stürzen auf das, was ich will. Ja, ich glaube, so dazu sollen wir auf jeden Fall auch noch ein Video machen, weil ich recherchiere und auch mache mir selber viel Gedanken über das Thema Überessen. Ja? Ja. Also im Prinzip diese Abhängigkeit von dem Essen. Und das Thema ist natürlich deutlich schwieriger als zum Beispiel Alkoholismus oder auch so Drogenabhängigkeit, weil es ist sehr, sehr schwer zu trennen zwischen normalen, gesunden Essen und zwanghaften Essen. Ja. Aber darauf können wir gerne dann in Zukunft angehen. Vielleicht interessiert das auch die Leute. Schreibt doch mal drunter, ob ihr da mehr zu hören wollt. Also ich finde das Thema sehr spannend, weil Essen oder Überessen ist ja auch eine Form von Beruhigungsmittel. Ja. Also es kann ja auch wie eine Droge verwendet werden. Ist auch, ja. Ja, definitiv. Ne? Ich bin ja jetzt mit Intervallfasten so happy, weil ich endlich mal wieder merke, wie viel Zeit ich habe am Tag, dass ich nicht ständig irgendeine Beruhigungsmörchen oder was auch immer reinschiebe, sondern richtig entspannt, ja, was heißt richtig entspannt, aber einfach den Tag komplett wahrnehme, das ist schon ein Unterschied Absolut. Zu früher, wo ich immer was reingestopft habe. Genau, und das ist auch zum Beispiel eine andere Verhaltensweise, dass viele schlanke Menschen, die können zwar viel essen, aber wenn man bedenkt, dass viele von denen essen vielleicht nur zweimal am Tag. Oder die frühstücken kaum und dann essen die eine richtige Mahlzeit. So, das heißt, das muss irgendwas im Verhalten sein, ja, so was Schlanksein fördert. Definitiv. So, und ich glaube, dass die genetische Veranlagung, die spielt zwar eine Rolle, aber nicht so groß, wie man denkt. Glaube ich auch. Ich denke eher, man lernt dann auch vielleicht von den Eltern das Verhalten. Absolut. Also, wenn man natürlich mit etwas korpulenteren Menschen aufgewachsen ist, hat man deutlich weniger Chancen und deutlich mehr weniger Möglichkeiten, sich dieses Schlanksein zu denken oder sich überhaupt in dieser Verhaltensweise zurechtzufinden, weil man muss wirklich sich so komplett neu strukturieren und sehr viel über sich reflektieren und neue Konzept von sich selber und eigenem Essverhalten schaffen. Du hattest mir vor unserem Video ein ganz tolles Beispiel genannt, was du gelesen hattest über, wenn zum Beispiel übergewichtige Menschen abnehmen wollen, dass sie sich Gedanken machen über die negativen Folgen. Vielleicht magst du da mal mehr erzählen, das war total spannend. Genau, ich führte eine Online-Gruppe, das war für mich auch so ein kleines Experiment, weil ich wollte verstehen, was die Menschen bewegt, wieso sie abnehmen wollen, wieso klappt das in den vielen Fällen einfach gar nicht. Und da habe ich sehr, sehr viele gute Erkenntnisse gewonnen und ich habe ein Programm aufgestellt bzw. ein Konzept geschrieben und ich habe als erstes die Menschen damit konfrontiert, sich zu fragen, zum Beispiel, was sind die negativen Folgen davon, wenn man abnimmt? Viele Menschen, die machen sich darüber erstmal keine Gedanken. Die denken, die werden einfach die glücklichsten Menschen, wenn die abnehmen und deren Wunschgewicht haben. Und dann sagt der Partner, ich mag dich aber gar nicht schlank. Du bist mir jetzt viel zu dünn, ich brauche was zum Anpacken. Ja, aber die Menschen auch selber, die merken auch, so, sie müssen das ganze Leben teilweise umstellen. Die würden ganz andere Persönlichkeit im Prinzip bilden und kämen damit eventuell gar nicht zurecht. Und das sind natürlich extreme Hürden, die uns helfen können zu verstehen, was hindert uns daran, überhaupt dieses Wunschgewicht zu behalten. So abgesehen davon, dass es natürlich so, das Essen erfüllt sehr, sehr viele kurzfristige Wünsche
Und unser Gehirn wiederum ist auch programmiert auf schnelle und erfolgreiche Lösungen. Und wenn uns schlecht geht, ist es natürlich einfach, sich mit Alkohol, mit Essen, mit anderen Mitteln erstmal zufriedenzustellen. Die langfristige Folgen sind dem Gehirn ziemlich egal, weil wir sind evolutionstechnisch nicht darauf vorbereitet, so wirklich im Voraus zu denken. Mhm. Daher muss man wirklich eigenes Denken etwas komplizierter machen. Man muss anfangen, also diese Ziele aufstellen, verstehen, wie ist der Weg zu dem Ziel, was brauche ich? Brauche ich das tatsächlich? Zum Beispiel meine Abnehmgruppe sozusagen, ja, online. Einige Frauen haben gesagt, also eigentlich, ich wollte gar nicht abnehmen, ich fühle mich soweit wohl, ich liebe es zu kochen, ich werde akzeptiert und ich komme damit gut zurecht, dass ich dann halt nicht Idealfigur habe. So, und mehrere Frauen haben gesagt, ich bin zum ersten Mal zum Strand gefahren, ich habe die Sommer richtig genießen können, weil im Prinzip ich habe gesehen, dass auch andere Menschen das nicht so, dass den anderen das auch nicht so wichtig ist und ich kann entspannen. So, das ist natürlich auch eine der Lösungen. Das Problem kommt nur, ich bin mit mir unzufrieden, ja, aber ich kann auch nichts ändern. Mhm. So. Und wenn man dann halt krank ist, weil es einfach zu viel Übergewicht ist. Ich sag mal, eine Frau, die jetzt Kleidergröße L hat und dann abnehmen möchte auf M, die ist jetzt ja nicht wirklich fett. Also das ist ja totaler Blödsinn, da eine Frau als dick zu bezeichnen. Mhm. Aber es ist natürlich immer auch die Sache, will man dann wirklich abnehmen? Das eine und das andere, muss man es auch aus gesundheitlichen Gründen. Das ist ja viel schlimmer, wenn man das muss, dann dieses Muss ist ja schon eine Hürde. Oh, ich muss abnehmen, weil mein Herzkreislauf, da hätte ich ja schon gar keinen Bock abzunehmen. Ja, wobei, ich denke mal, die Menschen unter solchen Schockzuständen, die können natürlich innere Kräfte entwickeln und sich dieses Ziel setzen, weil die verstehen, sie leben kürzer oder die haben dann irgendwelche schlimme Erkrankung und teilweise für manche ist es schon eine Möglichkeit, sich darauf zu konzentrieren. Andererseits natürlich, wenn man andere Menschen sieht, die auch mit diesen Problemen, mit diesen Krankheiten leben, dann denkt man, ja, ich passe mich auch der Welt so an und so schlimm ist das auch nicht. Ja? Gibt ja für alles ein Medikament. Genau. Da brauche ich jetzt ja nicht gesund sein. Ja. Ja, ist natürlich, jeder hat da so seinen Weg. Da kann man dann auch nicht helfen, wenn einer das möchte. Genau. Ist natürlich dann leider so. Wie siehst du das denn jetzt mit Veganern, Vegetariern? Da kenne ich jetzt persönlich nur schlanke Menschen. Liegt das einfach daran, dass man gar nicht so viele Kalorien an Gemüse und Obst reingestopft kriegt, oder? Ja, du kriegst schon einiges reingestopft, aber generell, das ist natürlich andere Einstellung, Lebenseinstellung, so bei den Veganern und Vegetariern. Die achten deutlich mehr auf die Gesundheit, die achten generell deutlich mehr auf Bewegung und auch darauf, dass man ja, insgesamt gesünder lebt und auf sich achtet. Ja. Im Prinzip viele Menschen, die verstehen das Essen auch nicht als etwas, was meinem Körper gut tun muss. Hm. Die nutzen das mehr als Zeitvertrieb und Beschäftigung und Beschäftigung, Zeitvertrieb und auch sich was Gutes zu tun. Ich denke mal, bei Vegetarier und Veganern ist es schon deutlich bewusstere Wahrnehmung von dem Essen. Allerdings es ist trotzdem, oder ich merke, dass bei vielen ist es trotzdem ziemlich zwanghaft. Was esse ich? Darf ich das essen? Und ich habe zwar Lust auf sowas, aber ja, ist das wirklich sinnvoll? Oder biete ich mir das jetzt? Genau, ich falle sonst aus veganem Konzept raus und da lebt man auch ein bisschen im Widerspruch so von den Bedürfnissen des Körpers und dem, was man dann entsprechen möchte. Abgesehen davon, ich denke mal, das ist schon eine ganz nette Community, ja, so die Menschen, die unterstützen sich, sind alles Menschen, die dann wirklich bewusst mit Essen umgehen wollen, ja, und ich denke mal, das sind so unterschiedliche Faktoren, die dazu beitragen. Wie zum Beispiel mit dem Vitamin B12, was ja viele Veganer irgendwann missen könnten, weil B12 ja angeblich nur in tierischen Produkten sein soll. Ich bin da jetzt kein Experte, meine Lieben. Aber ich persönlich weiß, dass in Bierhefeflocken B12 drin ist und Bierhefeflocken schmecken so lecker. Ich mache damit ja sogar meinen veganen Parmesan und meinen Käse. Also insofern, Bierhefe geht bei mir ganz schnell rein und dann habe ich bestimmt keinen B12-Mangel.
Also wenn ihr Angst hattet bisher, oh, wenn ich vegan lebe, B12-Mangel, das muss nicht sein. Und ich finde auch, das Fanatische, was die Ekaterina hier angesprochen hat, gehört gar nicht irgendwo rein. Man muss nicht einem Konzept 100% entsprechen. Wenn ihr unbedingt mal ein Ei essen wollt aus einer guten Haltung eines Huhns, ja, genießt es. Genießt das Ei und das darin enthaltene B12 und alle anderen leckeren Zutaten, die da so enthalten sind. Und dann ist das auch okay. Also ich würde da nie fanatisch sein, weil da macht ihr wirklich euch einen Stress. Und das ist ja bestimmt genauso krank wie jemand, der sich ständig mit Essen belohnt. Der denkt ja auch dann immer ans Essen. Oh, ich brauche jetzt Essen. Oh, wo kriege ich meine nächsten Schokolädchen her? Wie der andere, der dann die ganze Zeit denkt, oh, was esse ich heute Abend? Ich muss ja schlank bleiben oder ich muss ja vegan oder was weiß ich. Ich glaube, es geht eher so um diesen Mindfuck, wie man so sagt, der Affe im Kopf, der dann die ganze Zeit immer nur rumschnattert und einen nie zur Ruhe kommen lässt. Ja, absolut. Es gibt aber auch Studien von Ernährungsorganisation, von dieser weltweit, wie heißt der, FAO, glaube ich. Und diese Studien besagen, dass zum Beispiel die nicht komplett Veganer und Vegetarier leben gesünder, sogar als Veganer und Vegetarier. Also die Leute, die ab und zu Eier, Fisch, Milchprodukte konsumieren, so, weil natürlich so diese Frage mit B12 gar nicht vorhanden ist dann. Und offensichtlich so dieser... Aber die Fleischesser lebten in der Gruppe am kürzesten. Genau, die Fleischesser, so vor allem rotes Fleisch, das ist jetzt nachgewiesen, das ist so auch krebsverursachend und insgesamt die Menschen, die leben ungesund und ich denke mal, das steht außer Frage. Ja. Aber wenn man als Veganer und Vegetarier nicht hardcore fokussiert, sondern also nicht fanatisch ist, sondern mal mit dem Eisen nicht, dann lebt man noch länger als die Hardcore-Veganer, laut dem Studium. Beziehungsweise gesünder lebt man. Ja. Ob man länger lebt, das weiß man nicht. Ja, so, aber so, zum Beispiel Herz-Kreislauf-Störungen und alles, was damit zu tun hat, so, ist es natürlich so, hat man deutlich geringeres Risiko. Aber jeder muss für sich selber entscheiden. Das Einzige, so, wo ich das wirklich so sehr krass finde, ist natürlich die Eltern, die deren kleine Kinder auch vor vegan umstellen und da denke ich mir, ist extreme Vorsicht geboten und Da gibt es sicherlich auch welche, die dann auch supplementieren, B12 und so bei ihren Kindern. Ich finde jetzt, glaube ich, schlimmer die Leute, die wirklich ihre Kinder jeden Tag mit Fastfood versorgen und Dosennahrung. Da gibt es ja so 16-Uhr-Programme auf RTL und dann sieht man dann, wie die Familien in Deutschland leben. Ja. Und dann gibt es nur die Weißbrote, die billigste Wurst aus dem Supermarkt, fettige Butter. Und dann ist das für die eine vollwertige Mahlzeit. Ja. Also da habe ich dann lieber jemanden, der einen Gemüsetopf kriegt, ein paar Hefeflocken für B12 und ich weiß, Bio, da denke ich, ist dann doch gesünder. Aber du hast natürlich recht, man muss da ein bisschen auch das Kind selber wählen lassen. Ich finde es auch wichtig, dass das Kind auch mal weiß, wie Eier schmecken, aus guter Haltung. Ich finde das einfach, das Kind sollte selbst entscheiden dürfen. Möchte ich jetzt dauerhaft nur vegan leben oder möchte ich das nicht? Ja. Ja, die Kinder ahmen ja nur nach. So, die können eigentlich nicht selber entscheiden. Die haben da nicht so viele Vorstellungen natürlich wie die Erwachsenen. Aber ich denke mal so dieser gesunde Mittelmaß, dass man nicht zwischen schlimm und schlimmer auswählt, sondern überlegt, so das Kind im Prinzip kann auch bestimmte Erfahrungen machen und sich später entscheiden, welchen Weg das Kind wählt. Habe ich ja auch. Ich erinnere mich noch, als mein Vater dann eine Rinderzunge gemacht hat und ich habe fast gekotzt. Ich fand das so widerlich. Und er hat mich gezwungen damals als Kind, du musst diese Rinderzunge probieren. Oh. Und dann war da diese fette Zunge auf dem Teller, die war irgendwie gekocht oder gegart und hat er die in so dünne Scheiben geschnitten und wirklich uns gezwungen, das zu essen. Und das war für mich so ein echtes Erlebnis. Das war Folter. Also das darf unter gar keinen Umständen passieren, weder mit Eiern noch mit Gemüse noch mit irgendwas. Bitte foltert eure Kinder nicht und zwingt sie nicht. Aber natürlich, ich glaube, wenn man einem Kind erklärt, das ist jetzt ein gesunder Kuchen, den haben wir mit guten Zutaten gebacken und das hier ist ein Snickers, dass man dem Kind vielleicht schon erklären kann, guck mal,
dieser weiße Zucker, der ist ja nicht so gesund und der schmeckt doch auch der Kuchen, den ich hier mache. Ich habe ja ganz viele tolle vegane Rohkostrezepte für Schokotorten, die schmecken alle Bombe. Ja. Da braucht man nicht unbedingt diese schlechten Süßigkeiten, aber einem Kind jetzt zum Beispiel Süßigkeiten komplett zu verbieten, das kann man mir nicht mal verbieten und ich bin jetzt auch kein Kind mehr. Ja. Gottes Willen, das wäre für mich absolut kein Planet, auf dem ich leben möchte ohne Schokolade. Ja, aber bei mir so die Lösung liegt auch so ein bisschen in anderen, wie sagt man so, Oberfläche oder in andere Dimension. Das Problem ist, dass generell in unserer Gesellschaft extrem viel Wichtigkeit dem Essen beigemessen wird, ja, oder sehr viel auf Essen insgesamt geachtet wird. Mm. Das Kind, für ihn sollte das Essen im Prinzip eine gute Möglichkeit aufzuladen, eigene Kraft dann so zu unterstützen sein. Aber so, wenn das wirklich so dieser Hauptdrehpunkt dann ist, ja, so wenn die Mutter ständig kocht, vegan, nicht vegan, ganz egal, so dann wächst natürlich das Kind auch mit den Werten. Im Leben gibt es eigentlich kaum etwas anderes, außer Essen und schlank sein. Genau, schlank oder dick sein, was jetzt gerade angesagt ist. Und ich glaube, so, es geht eher darum, dass man dann andere Werte entwickelt. Und da fängt natürlich auch schon alles bei den Eltern an. Mhm. Weil wie teile ich meine Zeit auf? Wie wichtig sind mir andere Sachen? Wie interessant bin ich als Mensch? Was mache ich in meiner Freizeit? Oder dreht sich wirklich alles um diese Ernährung und Kochen? Was koche ich als nächstes? Und überhaupt, wie gesund, ungesund, was ist? Hm. Weil wir leben nicht um zum Essen. Ja? Eigentlich nicht. Ich weiß nicht, ich würde nicht gerne leben, um das Essen zu konsumieren. Und meine Lösung, ich war auch viele Jahre so essabhängig, also auch extrem. Hm. Und, das heißt, du warst jetzt nicht irgendwie so übergewichtig? Übergewichtig war ich nicht, aber ich war extremst vom Essen abhängig. Das heißt, also, den ganzen Tag hast du nur ans Essen gedacht? Genau, genau. Und deswegen kann ich die Denkweise extrem gut nachvollziehen und ich weiß auch, wie man aus diesem Wahnsinnskreislauf dann rauskommt. Wie war dann so ein Tag für dich? Kannst du das vielleicht mal so erklären, wenn man dann nur ans Essen denkt, wie das so losgeht? Ja, es ist auch so, dass das Essen im Prinzip deine ganze Denkweise beherrscht. Ja? Also du bist nicht mehr der Herr der Dinge. Ja? Also du guckst wirklich ständig, einerseits du willst gesund leben, andererseits dieses Gefühl der Ohnmacht überkommt oder du hast da wirklich kaum Macht. Und das Essen beherrscht im Prinzip alles, was du tust, ja, so, auch so irgendwelche Restaurantbesuche, Kochabende, sonst was. Und das artet immer wieder aus. Und, das heißt, du bist dann voll fixiert, der ganze Tagesablauf. Es ist natürlich nicht so 100%. Aber so, dass man wirklich wie so ein Süchtiger fast schon. Absolut, das ist nicht wie, sondern es ist genau. Man ist süchtig. Genau, man ist süchtig. Das finde ich aber cool, dass du das ansprichst, weil das nämlich auch zeigt, Esssucht oder Überessen, wie du das so schön bezeichnet hast, das betrifft alle, egal welches Gewicht man hat. Das ist genauso bei der Magersüchtigen, die beschäftigt sich ja auch nur den ganzen Tag mit Essen. Genau. Da geht es ja auch nur darum, wie spare ich Essen ein oder bei der Bulimikerin. Ich habe da ja auch schon mal ein Video zu gemacht, dass ich das auch selber hatte, viele Jahre meiner Jugend, dass man dann einfach nur denkt, oh, wo kann ich jetzt heimlich auf Toilette gehen, ohne dass einer merkt? Das sind ja alles so Denkweisen, die dann so den ganzen Tag dich verrückt machen. Oder wie viel Kalorien hat das jetzt? Habe ich auch schon hinter mir dann so eine Tabelle geführt. Hast du das auch gemacht? Ja, alles. Ja. Ja. Das ist krass. Und dann hat man wirklich, guckt man so, zählt man zusammen. Oh, ich habe jetzt noch 200 Kalorien frei. Was esse ich denn jetzt noch? Also auch das dann, ne? Dass man dann, eigentlich ist man satt, aber man hat noch Kalorien frei. Die muss man jetzt veressen. Sonst fallen die weg. so Blödsinn halt. Totaler Schwachsinn. Ja, ja. Und das Thema beherrscht halt einem. Und das ist das Katastrophale eigentlich. Mhm. Anstatt sich auf andere Sachen zu konzentrieren, bloß natürlich so dieses Thema überspielt andere wichtige Themen. Ja, so damit man nicht an etwas anderes denken muss, was noch schlimmer und noch schrecklicher ist. Zum Beispiel hat man den richtigen Partner an der Seite. Könnte ja bei vielen treffen, dass sie dann einfach gar nicht raus wollen aus dieser Gemütlichkeits- oder Komfortzone. Oder mache ich den richtigen Job? Hast natürlich recht, wenn man sich nur mit seinem Körper beschäftigt, dann kommt man gar nicht in die richtigen Themen. Ja. Und daher ist das für mich so wichtig, dieses Thema dann abzuschließen, beziehungsweise so weit zu bringen, dass man sagt, ja, ich komme damit zurecht. Und ein Abhängiger, der wird niemals so wirklich frei von dieser Abhängigkeit sein,
Das muss man auch wissen. Auch die Leute, die vom Essen abhängig sind, die sind natürlich auch immer wieder oder laufen Gefahr, wieder in diese alte Muster zu verfallen. Aber wenn man eine Strategie entwickelt hat und wenn man dann weiß, wie man damit umgeht, dann kann man wunderbar und ohne Beschwerden durchs Leben gehen und sein Leben meistern. Und das egal bei welchem Gewicht. Genau, genau. Wobei, ich denke mal, generell, es gibt schon eine Vorstellung vom gesunden Körper. Ja, gesund. Ja? Gesundem Gewicht, sagen wir mal so. Gesundem Gewicht. Und muss egal, jetzt nicht XS sein, kann auch mal L sein, aber es muss sich gesund anfühlen und gesund wirklich sein für einen selbst. Ja. Und ich denke mal, das ist das, was auch bei den meisten Menschen triggert. Die Menschen mit gutem Körpergewicht, die werden natürlich als attraktiver wahrgenommen, weil diese Menschen, die sind zum Teil ein bisschen näher an das Gesunde. Ja. Mhm. So, egal, wir können jegliche Standards dann aufsetzen und sagen, ja, jetzt ist XXL so die Größe wirklich so Standard und jeder soll so sein. Aber wir sind evolutionstechnisch trotzdem darauf vorbereitet, dass das Gesunde, das Überlebensfähige, und das verbindet man natürlich mit dem Gesunden, ja, so dass das bessere Überlebenschancen hat, ja, und auch so bessere Chancen im Leben. So, deswegen, man kann da zwar viel darüber reden, aber trotzdem, ich denke mal, das wird unseren Bild prägen. Ja. Mm. Wow, ja, vielen, vielen Dank, Ekaterina, da hast du ja viele Impulse geliefert. Ich nehme jetzt auf jeden Fall aus dem Gespräch ganz wichtig mit, dass das wirklich Wichtige ist, sich nicht nur aufs Essen zu fokussieren. Das ist das Allerwichtigste. Und dass es im Grunde auch gar keine Rolle spielt, ob du dick oder dünn bist, solange du gesund bist. Und es schaffst, nicht nur dich aufs Essen zu fokussieren. Gerade momentan hast du mir berichtet, bist du dabei, eine Art Ratgeber zu fabrizieren. Ja, ich überlege gerade so, genau, ich arbeite an dem Konzept, das wird wahrscheinlich so ein bisschen längeres Prozess sein, aber das interessiert mich schon. Hm. Wie kann man das, was ich schon kenne und was ich weiß, in nachvollziehbarer Weise für die Menschen aufschreiben? Ja, so wie kann man das weitergeben? Weil teilweise sind die Barrieren im Kopf oder so diese, wie gesagt, Mechanismen, sind zwar sehr stark, aber die kann man umgehen. Und mich würde es freuen, wenn es mehr Menschen gibt, die flexibler sind und die einfacher deren Probleme lösen können, weil dadurch wird natürlich auch unsere Gesellschaft oder auch so unser Kreis deutlich entspannter, kreativer und mutiger. Sehr schön. Die perfekten Abschlussworte. Meine Lieben, wie hat euch das Thema gefallen? Wie seid ihr zufrieden mit eurem Körper? Seid ihr komplett glücklich oder denkt ihr den ganzen Tag nur ans Essen? Seid ihr fanatisch vegan oder sagt ihr, ach, ich bin ganz entspannt und ich sündige auch mal, in Anführungsstrichen, ist ja keine Sünde, sondern für andere wieder normal. Wie seht ihr das Thema Essen und Überessen? Wir sind schon sehr gespannt auf eure Antworten. Lasst es uns wissen und vielleicht habt ihr ja noch ein paar Fragen an Ekaterina zu bestimmten Themen rund um das Thema Essen. Auch das bitte gern in den Kommentaren stellen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freuen wir uns sehr über einen Daumen hoch und natürlich könnt ihr auch sehr, sehr gern meinem Kanal folgen. Auch dafür möchte ich mich schon im Voraus bedanken. Und dann wünschen wir euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund, meine Lieben. Tschüss. If you listen to your inner voice, you don't have a choice.